Ach, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Die Geschenke sind schon unter dem Baum. Das Weihnachtsessen wird schon vorbereitet. Schatz, kümmerst du dich um die Gans? Wieso? Es ist doch deine Mutter. Ja, es duftet nach Glühwein und Plätzchen. Keine Sau traut sich mehr auf die Waage zu steigen. Und draußen ist es so dermaßen kalt. Die Konten von Ceo sind schon total eingefroren. Da schleicht sich ein kleines, dickes Monster zur Tür herein und möchte tatsächlich Weihnachten verhindern. Ja, sowas. Oh, Schluck. Wow, Alter. Sag mal, was ist mit dir los? Mockst du jetzt echt mal Weihnachten kaputt machen? Ja, aber auch zu Recht. Weihnachten ist eine beschissene Zeit. Die beschissenste Zeit des Jahres, wenn du mich fragst. Wie kannst du das sagen? Junge, schau dich doch mal an. Du bedrohst mich gerade mit einer Waffe. Das ist nicht gerade weihnachtlich, wenn du mich fragst. Seit Kevin allein zu Hause ist Gewalt das Weihnachtlichste überhaupt. Eigentlich müsste ich sogar traditionell dein Gesicht bügeln. Junge, du kannst sagen, was du willst. Ich habe hier einen Haufen Tweets, wo alle schreiben, was scheiße an Weihnachten ist. Dagegen kannst du gar nichts sagen. Echt wirklich? Und so packte Ceo seine 80 bis 110 Schaden-Pump-Gun, die eine Nachladezeit von 4,6 bis 4,8 Sekunden hatte und aus Fortnite stammte, weg und beschloss, allen Leuten klarzumachen, warum Weihnachten sehr wohl die schönste Zeit ist. So, ich habe gerade beschlossen, allen Leuten klarzumachen, dass Weihnachten sehr wohl die schönste Zeit ist. Quincy, it's Christmas tomorrow. Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Das CEO Weihnachtsspecial geht jetzt los und wie jedes Jahr habe ich vor, euch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Dazu habe ich euch auf Twitter gefragt, was ihr an Weihnachten hasst, beziehungsweise was ihr gerne ändern wollen würdet. Und ich versuche das Ganze ganz lässig wegzukontern. Ich hoffe, ich schaffe das. Was an Weihnachten wirklich scheiße ist, dass man wegen dem ganzen Essen immer 20 Kilo zunimmt. Ja, das haben mehrere bemängelt, aber sieh's mal positiv. Ich meine, je breiter du jetzt wirst, desto mehr Schatten spendest du dann im Sommer, oder? All of those sounds that are trapped in your mind. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Leute, bevor es losgeht, habe ich ja ganz kurz noch was für euch. Ja, das diesjährige Weihnachtsspecial ist sogar gesponsert und jetzt ratet mal von wem. Richtig, es ist Raid Shadow Legends. Ja, auch da wird es schön weihnachtlich. Ja, ich weiß, die meisten von euch haben schon super viel von Raid gehört. Es ist Platz 3 der bestbewertesten RPGs im Google Play Store und wurde sogar als Finalist zum Google Play's beste Wahl der Nutzer 2019 nominiert. Alter, die sind ja mega heftig, oder? Es wurde 15 Millionen Mal heruntergeladen in den letzten 6 Monaten, aber was ist Raid eigentlich? Das ist ein rundenbasiertes Dark-Fantasy-Spiel, wo man aus 400 Champions sein Team zusammenstellen kann. Es gibt eine komplett vertonte Story-Kampagne, die Champions sind sehr unterschiedlich von Orks bis Ritter, Elfen oder Untote. Man kann in der PvP-Arena sich bis an die Spitze kämpfen und das Beste ist, es ist komplett kostenlos. Mehr Geld für Weihnachtsgeschenke! Ja, oder Antidepressiva. Eine neue Funktion ist die Multischlacht, wo man bis zu 15 Kämpfe ineinander durchführen kann. Aber manchmal will man einfach nur Level oder Artefakte grinden, das ist total langweilig, wenn man da unten auf Start drücken muss. Es gibt wöchentliche Turniere, in die man durch Arena-Kämpfe, spezielle Dungeons oder Aufleveln von Helden Punkte sammeln und somit Preise gewinnen kann. Das Spiel wächst super schnell, allein die Roadmap ist schon super groß, aber die Entwickler wollen auch in den nächsten 6 Monaten noch weitere Inhalte hinzufügen. Freut also auf mehr Fraktionen, weitere Clan-Bosse und natürlich weitere Features bei der PvP-Arena. Yay! Also, falls du Bock hast, klicke jetzt in die Videobeschreibung auf den Link und erhalte 50.000 Silbermünzen und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des Neuansteigerprogramms dazu. Damit kann die Reise beginnen, man sieht sich dann dort. Und ein Dankeschön geht raus an Raid fürs Unterstützen, dann kann die Folge gleich um einiges aufwendiger werden. Dankeschön. Okidoki. So, dann kann's nun losgehen. Eure Twitter-Vorwürfe, meine Konter dagegen. Mal schauen, ob ich überhaupt kontern kann. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Also, ich hasse die Weihnachtslieder, vor allem Last Christmas. Oh ja, stimmt. Das ist wirklich jedes Jahr der blanke Horror. Oh Leute, was für ein geiler Song. So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Aber ganz ehrlich, ich habe doch schon eine super geile Alternative zu Last Christmas erschaffen, nämlich fröhliche Pumpgun. Wenn euch jetzt das hier nicht taugt, dann dürftet einfach kein Radio hören. Ich lade jetzt meine Pumpgun mit Schrot. Damit balle ich dir in deine Fresse, du gottverdammter Vollidiot. Letzte Weihnacht warst du mir nicht treu. Ich wollte gar nicht viel von dir, nur dass ich mich freu. Ich hasse den alljährlichen Kirchenbesuch. Das haben mir wirklich mehrere geschrieben. Ich habe mich voll gewundert, weil ich dachte so, ich war einer der wenigen gewesen, die damals noch in die Kirche haben gehen müssen zu Weihnachten. Vor allem als Kind war es echt scheiße, weil man wusste, man bekommt die neue Nintendo, hat sich so krass gefreut und dann musste man halt in der Kirche voll lange warten, also gefühlt 2 Stunden oder so. Das hält doch kein Mensch aus. Lasst uns alle an das denken, wofür wir dankbar sein können. Alter, bin ich dankbar, dass der Scheiße gleich vorbei ist. Der ganze Stress, Geschenke zu kaufen und zu überlegen, was man schenken kann. Okay, Leute, ganz ehrlich, Geschenke kaufen war früher viel schwieriger. Weil damals war es nicht nur, was soll ich schenken, sondern auch, wo bekomme ich diese Geschenke dann her? Heute geht man einfach auf Amazon oder googelt das Ganze und kauft es dann aus dem Ausland halt. Also einfach die Frage stellen, was mag die Person? Ist sie zum Beispiel irgendwie Fan von etwas, dann kauf halt einen Fanartikel dazu. Isst oder trinkt sie irgendwas gerne, dann kauf halt einen Gutschein von dem Restaurant oder keine Ahnung. Und wenn du jetzt kein Geld hast, dann nimm einfach den Gegenstand, der genau jetzt rechts neben dir ist, pack den ein und verschenk ihn.
Leute, schreibt mir mal, was für ein Gegenstand das wäre. Ich bin voll gespannt. Oh, hey Opa, das wäre ja gar nicht nötig gewesen. Ich wünsche dir es auch viel Spaß damit, ja. Man muss die Familie besuchen. In meinem Fall nicht so schlimm, aber es gibt immer ein paar nervige Tanten oder Onkel. Als ob, was soll denn an Verwandte so nervig sein? Sag mal, Thomas, wann machst du mir jetzt endlich mal ein Enkelkind? Opa, das wird noch ein bisschen dauern. Der Bub hat doch gar kein Geld für ein Kind. Der macht doch diesen Fernsehquatsch. Der springt gegen Mülleimer, bumst Wände. Oma, ich mache YouTube und ich arbeite ganz normal bei BMW. Ich habe gehört, der Thomas steht eher auf Männer. Das mit Carina ist nur so eine Tarnung. So ein Blödsinn, das war nur ein Gerücht. Echt? Kuschelst du nicht jede Nacht mit so einem Gronkhkissen? Das war ein Fangeschenk, Mann. Oh mein Gott. Es wird mal wieder unglaublich unterhaltsam. Wenn es beim Weihnachtsessen Fleisch gibt und man den Geruch hasst. Aber Braten riecht doch voll geil. Ich hasse diese dämlichen Aldi-Weihnachtswerbungen. Oh, scheiße, die Werbung. Yippie-yay, Knusperente. Warum parodieren die jetzt Stirb langsam? Ich meine, es gibt doch einiges weihnachtlichere Filme, oder? Alter, nach dem Joke hätte ich den Typen wirklich draußen stehen lassen. Und jetzt wirklich tatsächlich Liebe zu parodieren, ich meine, so viele kennen Filme jetzt auch wieder nicht. Du scheinbar schon, ich sag ja, war mal Bruder oder so. Halt doch dein Maul! Kevin! Okay, ich liebe Kevin allein zu Hause, weil das verarscht und so schlecht vor allem noch. Der ist sowieso bei mir unten durch. Aber an sich waren die Werbungen jetzt ja nicht so schlimm. Ich meine, vielleicht ein bisschen kreativlos, aber... Mistletoe. Aber wisst ihr was, wenn ihr so rummeckert an Weihnachten, dann macht doch mal Gegenvorschläge. Was könnte man verbessern an Weihnachten? Glühwein auf den Weihnachtsmärkten sollte kostenlos sein. Natürlich, darf sonst noch was sein? Mehr Schnee. Das ist halt echt scheiße. Es gab wirklich so lange keinen Schnee mehr an Weihnachten. Die ganze Heuchelei ist ekelhaft. Hört auf damit. Gebt den Obdachlosen am Straßenrand nicht einen Euro, weil Weihnachten ist, wenn ihr sie sonst mit Füßen tretet. Aber es ist doch trotzdem besser, wenn Leute auch nur wegen Weihnachten mal was Gutes tun oder was spenden, als wenn sie es nie tun würden, oder? Ich find's persönlich immer voll schlimm, dass man immer hinterfragt, warum ein Mensch etwas Gutes tut, weil er macht ja trotzdem was Gutes, dann ist doch egal. Vielleicht denke ich da auch wieder so ein bisschen komisch, keine Ahnung. Man sollte CO 8 Millionen Abos geben. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Okay, Leute, streckt euch mal an. Irgendwas muss doch geil sein an Weihnachten. Irgendwas, so scheißegal. Euch muss das einfallen. Jetzt kommt schon, bitte, Mann. Naja, dadurch, dass alle mit der Familie feiern, ist das Internet besser. Ihr macht mich fertig. Leute, ich denke, man darf das Thema Weihnachten gar nicht so ernst nehmen. Am Ende ist es eine Zeit wie jede andere auch. Wir beschenken uns nur ein wenig und die Straßen schauen ein bisschen schöner aus. Und natürlich haben einige Menschen auch das Bedürfnis, mal was Gutes zu tun. Und gerade den letzten Punkt finde ich super schön. Und ja, klar, es wäre besser, wenn wir durchgehend das ganze Jahr lang gute Dinge tun würden. Aber ganz ehrlich, wer von uns macht das schon? Was habe ich zum Beispiel dieses Jahr Gutes getan? Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich halt 50 Euro gespendet habe bei Loot für die Welt. Ich habe halt mal wirklich gute Klamotten von mir noch gespendet, weil ich wusste, die ziehe ich sowieso nie wieder an. Da war ich so, dann gebe ich es lieber mal her. Und klar, das ist nicht viel, aber das ist keine Sau heilig gesprochen deswegen. Aber man hat ja mal was gemacht einfach, oder? Bei CEO und das Internet gebe ich eben kleineren Leuten, die sonst nie gesehen werden, einfach mal die Chance, sich herzeigen zu können. So, hier bin ich. Ich habe Kreativität, ich bin talentiert. Na klar freut man sich, egal ob es Hobby oder Arbeit. Bei YouTube ist meistens immer so beides irgendwie das Gleiche. Wenn es gesehen wird, wenn Menschen das einfach sich angucken, es freut einen. Und wie viele von euch wissen, habe ich bei Varian zum Beispiel eine richtige Lawine ausgelöst. Immer mehr Leute und YouTuber haben ihn kennengelernt. Also an der Stelle wirklich mal frohe Weihnachten an Flo. Ich hoffe, du freust dich über alles und bist glücklich, so wie es gerade eben läuft. Und bleib am Boden, ne? Wir lieben dich, so wie du bist. Und es kommt sogar noch eine kleine Überraschung auf euch zu. Also das wird vermutlich erst nächstes Jahr sein, im Januar, aber wird cool, da könnt ihr schon drauf freuen. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, Weihnachten ist etwas, was erfunden wurde. Das war nicht schon immer da, das hat man sich einfach ausgedacht. Und es gibt Menschen, die haben Spaß an dieser Tradition. Wie diese Tradition aussieht, kann auch jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Das bedeutet, Weihnachten ist nicht etwas, was da ist, was um dich herum ist und was irgendwie dich glücklich machen soll, sondern Weihnachten ist halt ein Gefühl, was in dir sein kann, wenn du es halt möchtest. Mich macht es auf alle Fälle glücklich, weil ich liebe Weihnachten. Das ist eine schöne Zeit für mich einfach und ich fühle mich da wirklich anti-Mainstream, weil die meisten Menschen denken halt nicht so. Also mein Rat an euch, macht aus der Zeit und sowieso aus eurem ganzen Leben immer irgendwie das Beste draus, weil was sollst du denn sonst machen, ganz ehrlich. Und wenn es dir halt einfach Spaß macht oder eine Freude macht, über diese Zeit zu lästern, dann auch klar gerne, sei es dir gegönnt. Ich halte dich nicht auf. Hauptsache, es geht dir irgendwie ein bisschen besser in dem Sinne. Frohe Weihnachten und ein super schönes letztes restliches Jahr noch. Und dann sieht man sich hoffentlich bald nochmal. Genau. Euer CEO. Jetzt kommt noch der Weihnachtshut, den wünschen sich alle jedes Jahr, weil der so bescheuert ist. Den habe ich mal geschenkt bekommen von meiner Mom, weil die weiß einfach, dass mir so ein Quatsch total gefällt. Okay, es geht los. Oh,
willkommen in deinem Kart. Für den letzten Weihnachtsspecial hier drüben klicken, würde ich sagen, sieht man sich hoffentlich bald mal wieder. Na, bis dann und viel Spaß noch hier auf YouTube. Juhu! Sag mal, Thomas, wann machst du mir jetzt endlich mal ein Enkelkind? Das war schon geil. Das war geil. Das Beste überhaupt. Ui, ich schwitze ganz schön. Das war mir drin.